Es gibt drei Ableger der bekannten und beliebten Castlevania-Serie für den klassischen Gameboy. Diese haben mal einen sehr guten und mal einen eher mäßigen Ruf. Dieser Teil hier erschien gleich in der Anfangsphase des Systems. Zu welcher dieser Kategorien gehört dieser Teil? Was taugt Castlevania The Adventure für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde natürlich von Konami entwickelt und auch 1991 bei uns veröffentlicht. Nordamerika und Japan bekam das Spiel schon zwei Jahre früher, 1989. Seit 2012 ist das Spiel auch in der virtuellen Konsole des 3DS erhältlich und ist Teil der Castlevania Anniversary Collection, die für moderne Systeme erschienen ist. Die Grundprämisse folgt natürlich den typischen Serienablegern dieser Zeit. Ihr steuert euren Protagonisten mit einer Peitsche bewaffnet aus der Seitenperspektive in diesen Action-Plattformer. In den Leveln sind überall Kerzen verteilt. Diese könnt ihr zerstören, um allerlei Goodies zu bekommen. Mit diesen könnt ihr zum Beispiel eure Lebensenergie wieder auffüllen, werdet mit dem Kreuz kurz unverwundbar, Edelsteine geben mehr Punkte oder Kugeln könnt ihr auch bekommen. Letztere verbessern eure Waffe in verschiedenen Stufen. Diese macht dann mehr Schaden und in der letzten Stufe könnt ihr mit dieser sogar schießen. Ihr müsst jedoch immer ein Auge offen haben. Sobald ihr von einem Gegner getroffen werdet, wird eure Peitsche einen Rang zurückgestuft. Apropos Gegner, hier lauern natürlich die üblichen Horrorfilmkreaturen wie Fledermäuse, riesige Augenbälle und so weiter auf euch. Diese sind meistens mit ein, zwei Schlägen zu erledigen, haben jedoch manchmal echt knifflige Bewegungsmuster. Da ihr eure Peitsche leider nur in eine Richtung schwingen könnt, wird so das Erledigen schon mal etwas kniffliger als gedacht. Die verschiedenen Level sind sehr schön abwechslungsreich aufgebaut. Immer wieder kommen neue Ansätze der Gestaltung auf euch zu. So gibt es im dritten Level zum Beispiel eine Stacheldecke, die sich immer wieder senkt. Hier müsst ihr dann nicht gegen den Gegner kämpfen, sondern schnell reagieren. Oft sind diese Bereiche auch nicht ganz linear aufgebaut und ihr müsst erst den richtigen Weg suchen. Solche Abschnitte halten sich jedoch in Grenzen, aber helfen das Gameplay abwechslungsreicher zu gestalten. Klingt jetzt erstmal alles echt gut, oder? Kommen wir zu dem großen Elefanten im Raum. Die Steuerung. Die ist nämlich einfach nur schrecklich. An den Szenen im Video habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, euer Protagonist ist einfach nur elendig langsam und das geht euch echt schnell auf den Keks. Dieses wirkt sich auch nicht nur auf die Bewegung aus, sondern auch auf die Sprungeinlagen. Diese steuern sich dadurch einfach viel sperriger, als es eigentlich sein sollte. Und da gibt es immer wieder Szenen, bei denen ihr schnell und genau springen müsst. Das wird hier einfach nur unnötig erschwert. Für mich ein No-Go und die Steuerung hat mir schnell den Spaß vermiest. Als weiterer Negativpunkt ist noch das Fehlen eines Passwortsystems zu erwähnen. Das schmerzt besonders, weil das Spiel nicht gerade zu den leichten gehört. Das Spiel sieht grafisch an sich echt gut aus. Die Umgebungen wirken stimmungsvoll und die Animationen passen. Leider wird dieser Eindruck auch durch die quasi allgegenwärtigen Slowdowns vermiest. Klar, es ist ein früher Titel, aber hier hätte mehr Optimierung echt gut getan. Immerhin ist der Sound jedoch serientypisch echt gelungen. Was taugt Castlevania The Adventure für den Gameboy also heute noch? Ich muss mich bei diesem Spiel schon echt fast durchquälen. Dieses elendig langsame und hakelige Steuerung hat mir echt den Spaß verdorben. Wenn ihr mögt, gibt es einen ROM-Hack, der dieses Problem behebt. Damit spielt es sich dann zwar auch wesentlich besser. Aber das Spiel in dieser Urversion kann ich wirklich nur bedingt empfehlen. Das vermiest einfach zu sehr den Spielspaß. Das war Tessu, Castlevania The Adventure für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.